Guten Morgen am Montag. Es ist jetzt 20 vor 7. Gleich jetzt muss ich in die Schule. Oh Mann, ey, irgendwie ist mein Akku nicht ganz auf der Höhe. Ich habe keine Ahnung, was jetzt schon wieder los ist hier. Liebe Leute, habt ihr das gesehen, was da drin lag? Im Müll? Gerade? Aus einer Waschküche ein Ausgussbecken und ein Waschzuber. Ich freue mich. Ja, der Müller nimmt wieder alles mit. Das ist so wie früher. Container kaufen. Container. Also Papi. Na? Ein Einhornsprung. So, guten Morgen. Hallo, kleine Kamera. Papi, guck mal, das ist Hundehaut. Ja, hallo, kleine Kamera. Und das ist Tommy. Das ist Tommy. Das ist unser Haus und das ist Tommy. Kommst du mit, oder? Und das ist Kamera. Was ist denn mit dir? Na, das war heute Morgen auch ein Paradebeispiel für das Geld liegt auf der Straße eigentlich. Muss ich mal sagen. So, auf YouTube ist nichts passiert. Außer dass noch wieder einer abgesprungen ist. Von den Abonnenten. Das ist ja wirklich unglaublich. Bezahlt jetzt verschicken. Jawohl, die beiden Sachen müssen raus heute. Die beiden Sachen müssen verschickt werden. Geht doch heute. Dann bringe ich gleich rüber zum. Kann man sonntags nicht abheben, sonst wird schon weggespielt. Aber sonntags darf ich keine Pakete da abheben. Beim Hermes Shop. Weil die sonntags nichts buchen dürfen. Weil sie sonntags ja gar nicht offen haben dürfen, offiziell. Ja, so ist es halt. So, heute wird das Weihnachtsgeschenk hier angepasst. Und zwar an diese Ecke. Da kommt das Weihnachtsgeschenk von mir rein. Bei mir muss nicht so viel elektrischer Schnickschnack sein. Bei mir tut es auch ein einfacher Kaufmannsladen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. So, der Laden ist geöffnet. Sieht der Hütte aus. Das ist mein Geschenk für die Kinder. Ein kleiner Kaufmannsladen. Das ist unser Geschenk. Naja, das ist das, was ich gekauft habe, meine ich nur. Der Supershop. Ich hoffe. Und passt ganz genau hier drin, das ist ja ideal. Guckt leicht drüber, aber das ist völlig in Ordnung. Das ist genau die Auslage. Muss man ja auch sehen können, auch von der Seite. Das ist schon wichtig. Eigentlich geht man ja an der Seite rein hier, Klappe hoch und Klappe runter, aber das können wir uns platztechnisch leider gerade nicht leisten. Cool, gefällt. Jetzt brauche ich nur noch eine Lampe, die ich hier irgendwie anbringe mit dem Kabel. Gucken wir mal in meinem Repertoire. Jo, die Kasse öffnet nicht. Also ich habe es jetzt aufgebrochen. So eine Spielzeugkasse hier von Cash Register Electronic von Place Supermarket. Keine Ahnung, was das für eine Firma ist. Die Kasse öffnet nicht von alleine. Jetzt gucke ich da mal rein, was da los ist. Ist wahrscheinlich verklemmt oder irgendwas ist halt los da. Piepsen tut zu öffnen nicht, das geht so nicht. Also dreht das Stück um und baut es auseinander, so wie ich ja alles in meinem Leben immer auseinanderbaue. Allein schon, um zu sehen, wie das funktioniert. Zuerst mal Batteriefach auf. Immer die Batterien raus. Ist schon aus Sicherheitsgründen, damit man keinen elektrischen Schlag kriegt und so. Wisst ihr das Bescheid, wa? Natürlich total Quatsch. Jetzt öffnet man. So viel Plastik in der Welt muss da erhalten bleiben.
Darf man doch immer bauen, sowas, eine Kasse. Nächste Schraube. So, Achtung, ich hebe ab. Ja. Aha, offensichtlich. Klemmt da was. So sieht das dritte Stück von innen aus. Hier fehlt offensichtlich hier ein Federmechanismus. Oder dieser Gummi hier. Hier sehen wir ja einen Gummi. Der ist gerissen. Das müssen wir mal genauer eruieren, wo der hingehört. Gut, okay, wir schrauben ab. Ist ja logisch. Deckel ab, dann drehen wir das Teil hier um. Und sehen, oh, hier kommt der Gummi rein. Und dann kommt das Gegenstück hier rein, da reingehangen. So, jetzt schrauben wir den Deckel wieder drauf hier. Zweimal. Und Achtung. Dann schrauben wir das Ganze jetzt wieder zusammen. Und Tommy schraubt alles wieder zusammen. Jetzt kommen die Batterien wieder rein. Setzen wir den Batteriedeckel ein, schrauben den zu. Wunderbar, funktioniert. So muss es sein. Ja, Tommy hat eine Spielzeugkasse repariert, die nur 5 Euro kostet wahrscheinlich oder 6 oder 7 Euro, keine Ahnung. Ich glaube, teuer ist das Wort nicht. Aber ja, sie ist halt vorhanden, sie muss nicht neu gekauft werden. Muss auch nicht sein, dass einmal alles weggeschmissen wird. Ich hoffe, ihr seid mit mir einer Meinung. Also, Daumen hoch. Was hat der Tommy gefunden draußen? Im Container? Das werde ich euch jetzt zeigen. So, Tommy probiert es nochmal. Heute hat er eine Bürste gekauft. Mit dem Graffiti das wegzumachen. Und zwar erstmal fangen wir klein an. Ich habe eine 99 Cent Handbürsten, Nagelbürsten geholt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Da mache ich ein bisschen Suppe drauf. Na, hier mal schrubben. Klappt nicht, es klappt nicht. Man kann es vergessen. Da braucht man so viel Zeit. Das muss übergestrichen werden. Jetzt zur viel interessanteren Geschichte. Was habe ich denn eigentlich jetzt gefunden? Müll. Schauen wir doch mal. Ja, da war. Das ist die Ausbeute. Altes Ausgussbecken. Der Kasten winkt von der Ferne. Und ein Waschtrog. Ein riesiger alter Waschtrog. Emailliert. Schöner Zustand. Herrlich. Alt. Kann ich doch nicht liegen lassen. Sag mal. Geil, geile Deko oder als Pflanzenkübel oder einfach als Ausgussbecken wieder. Die Dinger sind gut. Und der ist ja wohl top. Wäsche kochen, Feuerstelle drunter. Nicht zum Wäsche kochen auch. Mit Ausfluss und Ablasshahn. Das ist der Ablasshahn.
Halt mal dran, halt euch noch. Minimalst bestoßen hier am Rand. Fantastisch. Der Deckel ist leider nicht da. So, mit so einem Deckel drauf, das wäre natürlich noch besser. Mann, wäre geil. Ja, das war der Fund von heute Morgen. Also wie gesagt, damit verabschiede ich mich mit dem Fund für heute. Und dann sehen wir uns später gleich nochmal. Casio Color Data Wrist Camera Watch. Seltenes Stück. Habe ich mir damals geleistet. Muss Ende der 90er gewesen sein. Irgendwie so. Japan. Modell ist das WQV3. Also mal aufmachen. Schauen wir mal. Batterie muss gewechselt werden, weil die Batterien waren die Schwachstelle bei dieser Uhr. Die halten echt nicht lange. Ich fand die cool. War die erste Uhr, so Spionageuhr sozusagen, mit so einer Kamera hier vorne drin. Total genial. Das ist so, Fotos machen. Smartwatch. Smartwatch aus den 90ern. Tolles Ding. Na, wir schauen mal. Ich mach mal auf. Am besten mit dem Löffel. Ah, da ist gar keine Batterie drin. Und ich habe aber heute Batterien gekauft. Dann machen wir doch gleich mal eine rein. Und sie funktioniert. 1.1.2000. Also die muss von 2000 sein. Also Ende der 90er, Anfang 2000er sozusagen. Geil. So, wir gucken mal. Wir gucken mal. Mode. Play. 22 Bilder sind drauf. Ich habe damals auch schon Bilder gemacht. Jo, wer ist das? Mein Sohn ist das. Kann man das überhaupt sehen? Das ist so geil. Meine Telefonsammlung. Eine Telefonsammlung, ey. Malis und Leon. Ey, ist das geil. Ist das Leon? Das ist ein geniales Bild. Geil. Ah ja, ich trage die mal. Mal gucken, wie lange die Batterie hält heutzutage. Also, da haben wir angefangen heute am 17.12. Also, gucken, wie lange das hält. Ah, man, schon wieder echt, ey. Hier drin, auch von diesem großen Fuß, dann denkt man sich auch, naja, so doll. Sachen auch nicht aus, ne? Ja, ist wie bei Bassange. Das ist ein Barock. Kraner. Willst du sehen? Das Ding ist Millionen wert. Das sieht überhaupt nicht toll aus. Venus und auch die Kirchen. Anatomie von der Venus. Guck dir mal die Arme an. Das andere mit. Also ich möchte nicht wissen, wie oft das schon übermalt wurde. Ja, guck dir doch mal da die Schultern an. Das ist doch aus. Das ist doch. Ja, flüchtig. Ja, ich meine die Venus da drüben. Das hier? Ja, guck dir mal den langen Arm an, den sie hat. Das ist doch auch Venus. Ja, ist auch Venus, aber ich meine jetzt die Venus auch noch. Das Gesicht ist schön von der Venus, aber die Arme. Das ist aber nicht so alt hier. Botticelli, ne. Der Bizep ist ziemlich weit unten. Ja, das meine ich halt. So. Ja, da darf man nicht so genau drauf gucken. So macht man ja auch gar nicht. Oh, ja, klar sieht das schön, also für die Zeit, wo ihr Anatomie oder hier. Nein, das ist ja nicht die Zeit. Das ist eine andere Zeit. Was ist das für ein Gesicht? Wahrlich, aber die Leute waren pestentstellt zu der Zeit. Das ist eine ganz andere Geschichte, Mann. Da sieht es eine wahre Pracht, ey. Wenn du nur faule Menschen um dich rum hast und so. Und dann, ja, das ist doch so. Und dann hast du, dann zeichnest du sowas. Ja, okay, das könnte sein. Das ist so, das ist Albrecht Dürer. Naja, ich mache jetzt erstmal. Pass auf, hier mit meinem Wasser. Dann nimm's doch mit. Was tut denn? Ja, dann ist das gleich aus dem Gefahrenbereich. Albrecht Dürer. So.
Wie ist ja richtig Müll, sagt sie über Dürer, ey. Wundere Leute, die malen können. Heute wieder nur ein kurzer Blog von mir. Ich hoffe, auch das ist mal informativ, wie man so ein Billigspielzeug repariert, also dass man nicht immer gleich alles wegschmeißen muss. Das ist ja meine Grundbotschaft so an euch. Und jetzt schneide ich das alles wieder und dann hat man das gleich wieder präsentiert. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Ciao. Euer Tommy.